Das Handwerk? Ja? Da. Da bist du ja. Ja. Geil. Hi, Pia. Hi. Wie geht's dir? Gut. Und gut? Dir? Du bist so schön braun geworden. Ja, ich war 2 Wochen im Urlaub. Mensch, ich bin immer nur arbeiten hier, so blass. Ich glaube, ich muss auch mal Urlaub Vielleicht machen. Vielleicht auch mal rausgehen aus der Werkstatt. Ja. Gut. Okay. Was machen wir heute? Hast du einen Plan? Ich habe einen Plan. Ich dachte so, Jahreszeiten technisch und generell würde es sich anbieten, ein Insektenhotel zu bauen. Das ist total in, ne? Total in und Magst es macht du auch, mir ne? Viel ich merke das gerade ja, so. Ja, ich liebe basteln. Okay, dann bauen wir ein Insektenhotel. Ja. Was brauchen wir dazu? Holz. Ich glaube, Tannenzapfen sind da mal drin, Baumstämme. Ja, irgendwas zum Verstecken. So aus dem Wald, ne? Ja, also Röhren, vielleicht kann man da Bambus nehmen oder sonst irgendwas. Wollen wir einfach mal in den Wald gehen, ein bisschen suchen? Suchen wir mal. Und im Baumarkt. Jo. Und dann kommen wir wieder und legen los. Bis gleich. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, jetzt kann es endlich losgehen. Wir haben so ein paar Sachen vorbereitet, beziehungsweise wir haben jetzt hier einfach so ja, Holz aus dem Baumarkt uns geholt, so ein Brett, 20 mal 20 dick und 100 breit. Und ja, das Ganze ist umgehobelt und das habe ich jetzt schon zugeschnitten in meiner Tischkreissäge bzw. Kapp- und Gärungssäge. Wenn ihr solche Sachen nicht zur Verfügung habt, oder du zum Beispiel, aber du kennst mich ja, kannst ja vorbeikommen. Ich sitze an der Quelle. Genau, dann könnt ihr das einfach auch im Baumarkt zuschneiden lassen. Das ist jetzt wirklich nicht so schwer. Im Baumarkt gibt es ja manchmal so Begrenzungen, dass man unter 200 mm darf man nicht zuschneiden und so. Aber es sind alles so Sachen, die kann man im Baumarkt sich fertig zuschneiden lassen. Ne? Dementsprechend habe ich das jetzt alles schon fertig zugeschnitten und ja, ich würde sagen, lass uns einfach loslegen und bauen. Ne? Ich habe mir was ganz Simples überlegt. Und zwar haben wir hier, das sind unsere Böden. So. Ich kann es mir gerade noch nicht so richtig vorstellen. Nee, das kannst du gleich. Ich habe mir schon was überlegt. Das ist das Dach. Da kommt das so rein. Ah. Das sind nachher so 2 Zwischendinger. Wird das dann zum Hinstellen, das ganze Ding? Oder nee, das kommt, kannst du irgendwo hin nageln. Ne? Okay. Und das sind dann die Zwischenböden, also ganz simpel. Ach so, jetzt weiß ich auch, wie es aussehen soll, wie so ein Haus. Ja. Und wir müssen jetzt einfach das ganze Ding zusammennageln. Ja. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit diesem Dach an. Ja. Dazu habe ich ganz normale Stahlnägel mir ausgesucht. Und hier unten, genau diese, hast du schon richtig, unten ist ein Hammer. Und dann gibt es einen kleinen Trick. Du kennst ja, wenn man jetzt ein bisschen... Hast du schon mal genagelt? Ja, gestern Bilder bei mir in der Wohnung. Genau. Okay, das sind jetzt bei so einer Wand, ne, ist es was ganz anderes, als wenn du Holz nagelst. Aber es kann durchaus passieren, wenn ich mit so einem Nagel nagel, dass das Holz aufplatzt. Ja. Und deswegen geht man bei und haut einfach auf die Spitze. Okay. Dann ist das Ganze flach. Und dadurch spaltet sich das Holz nicht mehr so extrem. Okay. Dann kann man richtig gut nageln damit. Dann macht man sich so eine kleine Vertiefung. Genau. Und jetzt würde ich mal sagen, ich mache das erste Ding. Du hältst mir so fest. Mhm. Genau. Und das Ganze ist einfach stumpf zusammengenagelt. Das ist ganz simpel und kann eigentlich jeder zu Hause nachmachen. Und man braucht natürlich auch ein bisschen Übung beim Nageln. Ne? Ihr könnt das Ganze auch mit einem Druckluftkompressor machen, beziehungsweise mit einem Druckluftnagler. Das geht auch, aber ich wollte heute mal was machen, was jeder zu Hause nachbauen kann. Ja. Ne? Weil jeder hat einen Hammer zu Hause und ein paar Nägel. Kann man auch voll gut mit Kindern basteln. Genau. Du darfst nachher auch mal eine Runde. Mhm. Guck mal, jetzt haben wir das Dach. Ja. Richtig fest, ne? Ja. Und das war wirklich... Früher habe ich wirklich im, was heißt im Wald, da im Garten habe ich mir so Bretter zusammengesucht bei meinem Vater, Nagel im Schuppen. Da habe ich losgelegt und das waren so meine ersten Projekte. Ne? Ja. So, jetzt haben wir schon mal das Dach zusammengenagelt, also ganz simpel. Ne? Und jetzt würde ich sagen, die beiden bauen wir die Seitenteile Fassaden. Mal. Genau. Kommen wir nachher so rein. Ne? Ja. Und dann kommt das hier jetzt dazwischen. Ich habe nämlich jetzt hier unterschiedliche Bretter. Das andere das sind ist die ein bisschen, Ebenen dann? Genau, das sind die einzelnen Ebenen. Die bringen wir, wir nageln mal das jetzt so. Ups. Ich würde mal sagen, willst du mal nageln? Mhm. Ich halte einfach fest. Ich bin auch nicht so talentiert. Ja, hau mal nicht auf die Finger. Ne? Ja, oder mir selbst oder sonst wem. Noch ein bisschen? Darf ich auch mal? Ja. So. Gut.
So, Pia. So, jetzt könnt ihr sehen. Oh, das Häuschen ist ausgefallen. Jetzt haben wir hier so ein kleines, ja. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja, einfach mal so grob zusammengenagelt. Nichts Schwieriges, ne? Es macht mega Spaß. Und wie ihr sehen könnt, ihr müsst einfach nur kreativ sein. Wir haben jetzt hier mehrere Fächer gemacht. Ja, ihr könnt es noch unterteilen, wenn ihr wollt. Wir haben jetzt in der Mitte einfach nochmal so einen kleinen Schlitz gemacht. Ich weiß nicht, für Hummeln oder Wespen. Ja, Hummeln sind ein bisschen dick, aber Wespen die kommen da nicht rein. Ne? Ja. Wespen vielleicht, ne? Ein kleines Wespennest. Ich weiß es nicht, vielleicht weiß ja euch, jemand von euch, wie groß so ein Loch sein muss. Natürlich hätte ich mich vorweg auch informieren können, wie groß das sein muss. Aber ich habe jetzt, glaube ich, mal einen 10er Bohrer genommen. Das dürfte nicht falsch sein. Ne? So, und jetzt machen wir es ganz einfach so. Jetzt nageln wir noch die Rückwand hinten drauf. So, nachdem wir jetzt die Rückwand hinten festgenagelt haben, wie ihr sehen könnt, das ist wirklich nicht alles hundertprozentig. Wir haben hier an der Seite ein paar Löcher, aber ich denke mal, das ist für Insekten ideal. Ne? Die kriechen ja überall rein und raus und deswegen ist es halt nicht so hundertprozentig. Und das ist ein super tolles, einfaches Projekt zum Nachbauen und deswegen muss es nicht so hundertprozentig sein. Ne? Hier würde ich jetzt sagen, den Überstand, den nehmen wir einfach eine Stichsäge und schneiden das einfach mal hier entlang ab. Und ich habe jetzt hier ein Blech. Warte mal, ich zeichne dir das mal ganz kurz an. Wofür ist das Blech? Ich will dir ganz kurz mal mit einem Nagel einen kleinen Riss machen, damit du weißt, wo du langsägen musst. Dann sägst du nachher unser Insektenhotel kaputt. Das wollen wir ja nicht. Ne? Oh Gott, ich habe ein bisschen Angst. Hau mal los. Damit kannst du sägen, ne? Ich habe das schon mal gemacht, ja. Okay, gut. Dann viel Spaß. Richtig gut, Pia. Ich lerne dazu. Boah, was eine Schnittkante. Wo weißt du, dass das Schnittkante ist? Ja, komm, also. Boah. Richtig gut. So, und jetzt, wir waren ja im Wald und haben so ein paar Sachen besorgt. Und die holen wir jetzt mal. Und dann würde ich sagen, fangen wir mal an, das schöne Hotel zu bestücken. Das Schönste, das Dekorieren. Genau. Hier, habe ich aus dem Wald mitgebracht. Bambus. So, jetzt haben wir so ein paar Sachen vorbereitet. Wir haben hier, was haben wir hier? Ein Stück Rinde, ne? Das hast du aus dem Baum rausgerissen, ne? Beziehungsweise der Baum, nein, der war schon tot. Nein, der war nicht tot. Doch, der war tot, ne? Weiß ich nicht. Da waren auf jeden Fall Würmer. Das lag daneben. Genau. Dann haben wir, wo soll ich anfangen? Was ist das hier? Das ist einfach so Bambus, ne? Das habe ich jetzt von zu Hause aus mitgebracht. Das ist Bambus, doch, guck mal hier. Habe ich eingewickelt und dann zugeschnitten an einer Kappsäge. Das könnt ihr natürlich auch mit einer Handsäge machen. Mhm. Da oben siehst du ein paar Sägen. Mhm. Kannst du die mal runterholen? Alle? Eine nur. Ich will mal kurz den Leuten zeigen. Ihr könnt es auch schon mit so einer Handsäge, könnt ihr das Ganze dann auch einfach zusägen. Ne? Okay. Genau, das könnt ihr auch alles mit einer Handsäge zusägen. Oh, guck mal, da ist schon einer. Oh, ist das... Hey, Pia. Der erste Gast. Was willst du denn machen? Ja, der möchte hier ins Hotel einchecken. Ja, dann nehme ich mal auf den Arm. Oh, süß. Hey. Ich laber noch nicht. Nein. Pia, auf. Hä, was denn? Lass ihn doch. Er möchte einchecken und du sagst nein. Das ist giftig. Nein. Nimm ihn mal auf den Finger. Nee, so gerne mag ich ihn auch wieder nicht. Okay. Hey, Mann. Nein. So, weiter geht's. Ja. Der Gast, der kann da bleiben, der zieht gleich ein. So, dann habe ich hier, wie gesagt, Bambus. Ne? Dann habe ich mir, oder haben wir, okay, das haben wir jetzt aus dem Baumarkt besorgt, so ein Bambusrohr, ne? Haben wir auch schon zugeschnitten hier fertig an der Kreissäge. Das gleiche auch hier. Ich würde das Ganze mit einem dicken, fetten Panzerband umkleben. Dann ist die Gefahr vom Rückschlag nicht so gegeben. Ne? So, dann haben wir hier, was sind das für Dinger? Tannenzapfen. Heißen, das sind noch Tannenzapfen. Ja. Das sind alles beides Tannenzapfen. Das sind auch Tannenzapfen, glaube ich. Kleine und davon haben wir auch ein paar, beziehungsweise eine ganze Tüte, also richtig, richtig viel. Und wir haben hier einen Baumstamm. Der lag auch im Wald rum, da habe ich jetzt nicht extra gefällt oder sowas. Und übrigens hatte ich das auf Instagram gefragt gehabt. Das Ding habe ich nämlich mit meiner Bandsäge zugeschnitten. Da hatte ich euch gefragt gehabt, was ist das für eine Baumsorte? Und ich zeige euch das mal jetzt hier auf Nahaufnahme. Vielleicht könnt ihr irgendwie erkennen, es sieht doch wirklich aus. Mein Vater meinte zu mir, das ist Eiche. Ja, es sieht auch ein bisschen aus wie Eiche, aber sehr, sehr schmal für Eiche, ne? Ja, das ist ja gewachsen, die ist umgekippt dann, ne? Und die wird hier unten auch ein bisschen schwarz. Und ich glaube, das ist wirklich Eiche gewesen, ne?
So, auf jeden Fall haben wir hier so ein paar Baumstämme und damit die Insekten sich einnisten können, haben wir hier ein paar Löcher eingebohrt. Ne? Ganz simpel, nimmt ihr einfach einen Bohrer. Willst du das mal machen? Ich habe mir was vorbereitet. Ja. Einen Akkuschrauber, einen kräftigen Holzbohrer und dann könnt ihr hier einfach, kannst du mal ein paar Löcher reinbohren. Und das Ganze...